Hey, morgen. Morgen. Grüßt euch, Leute. Heute haben wir beschlossen, dass wir euch mal einen guten Morgen zeigen. Ich bin auch erst gerade aus dem Bett. Vicky hat mich rausgeklingelt, sowas abgesprochen. Ich brauche nur als allererstes mal was zu trinken. Vicky, dreh dich mal bitte und gib mir da einen halben Liter Wasser aus dem Kühlschrank. Ich muss jetzt nämlich anfangen, den kleinen portionierten Wasser zu trinken, weil ich meinen Wasserinhalt schon zähle und sonst funktioniert das alles nicht. Wie ich euch schon erzählt habe, gibt es bei mir morgens immer ein bisschen Pfeffer und so Gedöns. Alles jetzt sehr sparsam. Heute habe ich noch 1,5 Liter. Habe mich runtergetrunken von also ca. 5, immer 1/2 Liter pro Tag. Und mein Ziel ist, dass ich dann so 2 Tage vor dem Wettkampf auf 1/2 Liter bin. Und dann denke ich am Tag vor dem Wettkampf, werde ich das Ganze auf nur Nippen beschränken und dafür aber wieder anfangen, ein bisschen Kohlenhydrate zu essen. Weil hier habe ich jetzt gerade alle draußen. Ja, das was ich halt so nehme. Mein Fettburner-Paket, meine Fettburner für Pausetabletten morgens. Melatonin hilft mir beim Schlafen. Calcium und Vitamin D nehme ich auch abends. Auch was mit der Neurotransmitter-Geschichte zu tun für bessere Ruhe. Und ein paar Kleinigkeiten dazu. Hier unten ist dann halt primär halt Glutamin, Aminosäuren, BCAAs, was ich noch mal so täglich nehme. Ich nehme das runter bei allem auf Tabletten, weil ich für die Pulverform zu viel Wasser brauche. Deswegen gibt es jetzt primär nur noch Tabletten. Die kann ich mit dem Schluck runterfinden. Hier mache ich mal wieder mein Fleisch für die nächsten 2 Tage in meiner gigantischen Küche. Aber dafür langt's. Ich habe noch immer gerade so ca. 600 Gramm Pute am Tag. Das heißt, mit den 4 Päckchen bin ich eigentlich 2,5 Tage beschäftigt. Das Ganze ist spannend, muss ich nicht so viel kochen. Habe ich so wenig mehr zu essen und habe immer Hunger, aber es geht nicht alles. Ist ja nur noch ein bisschen. Ja, ich habe mir gewundert, was ich vergessen habe. So Magnesium. Diasporal, das ist so ein Granulat, das kannst du selber im Mund leeren. Und da ich einfach momentan so ein bisschen an die Grenzen komme und vor allem meine Waden dann immer schnell Probleme machen, nehme ich da morgens und nachmittags immer so ein Granulatzeug. Schmeckt sogar ganz gut und hilft enorm. Ja, was erzähle ich? Ich sitze immer noch auf dem Fahrrad, es sind jetzt noch 4 Tage. Ich sitze ein bisschen weniger auf dem Fahrrad wie bisher, weil eigentlich alles schon so passt. Aber man weiß ja nie, vielleicht können wir noch ein Ticken verbessern. Sind jetzt eigentlich immer 45 Minuten morgens. Und dann je nachdem, ob ich es schaffe, Krafttraining zu separieren oder Krafttraining mit Cardio abends zusammen mache, mache ich auch abends nochmal 30 bis 45 Minuten. Dazu kommt dann halt noch ein Krafttraining, wobei es momentan wirklich nicht mehr heftig ist. Einfach auch Verletzungsrisiko und die Kraft ist weg. Eher so ein Pump. Und 20 Minuten Cardio, Pausen noch. Und ja, das war's eigentlich. Sonst geht's mir eigentlich soweit ganz gut. Ich merk's, ich schlaf ein bisschen weniger. Aber das kenne ich ja schon, deswegen ist das okay. Damit halt mein Cardio nicht so langweilig ist, gucke ich mir irgendwelche YouTube-Channel-Sachen an. Und, keine Ahnung, ihr könnt mal Vickys Channel abchecken, vielleicht ist da ein neues Video online. Ist immer unterhaltsam. Wolfgang, sind die E-Mails in die besten. Er hat mir geschrieben, schick mal bitte ein Bild von deinen Quads. Habe ich geschickt, Antwort, fuck shredded. So, fast durch. Noch knapp 20 Sekunden.
habe ich den Teil für heute Morgen erledigt. Das ist echt krass, also ich habe seit Samstag keine Kohlenhydrate mehr. Und ich spüre das jetzt auch wieder so extrem. Dein Energievorrat ist so limitiert, also wenn ich hier gleich mein Fahrrad hinter mir habe, brauche ich echt erstmal ein paar Minuten Ruhe, duschen und dann was essen und dann ist wieder ein bisschen Kraft da, aber es geht einfach echt nicht mehr viel so. Es ist akku leer. Oh, klitschklatsch nass. Ekelhaft. Jetzt so ziemlich mein Essen für den ganzen Tag, schon wieder zu viel. So ca. 120 Gramm im fertigen Zustand esse ich pro Mahlzeit und das viermal. Einmal mit Brokkoli, einmal mit Blumenkohl. Das hier ist mein Frühstück. Mit ein bisschen Tomate und Gurke. Komm. Ein Stück noch. Und dann zum Abendessen esse ich immer noch mal ein bisschen Blattspinat, auch noch mal mit Gurke. Passt immer ein bisschen mehr Volumen, aber das ist prinzipiell alles. Also viermal so ein Häufchen Elend zu essen, das langt mir am Tag. Das sind keine 1000 Kalorien, aber scheiß auf die Kalorien, die zähle ich nicht. Ich habe einfach das so runtergefahren, dass es funktioniert und dass ich mich entwickle. Ja. Ja, so Leute, jetzt habt ihr mal gesehen, wie morgens bei mir der Tag beginnt. Heute ein bisschen gemütlicher als sonst. Meistens stehe ich eigentlich so um 5, 5.30 Uhr auf. Heute war ich ein bisschen später dran. Jetzt geht's zur Arbeit. Heute bleibe ich in Tübingen glücklicherweise. Und wir sehen uns später wieder für das Brusttraining heute. Und ja, zum Abend nochmal zur Posing-Routine. Bis dahin, alles Gute.